So, damit ist unsere Mannschaft hoffentlich gut genug gewappnet. Vor allem in Sachen Spielpraxis. Ne, Philipp und Isaac haben ein bisschen wenig Spielpraxis. Eventuell könnte man beide jetzt gegen Viktoria Hamburg spielen lassen. Ist ja kein Fallobst. Beziehungsweise die Spieler sind kein Fallobst, deswegen kann man das ruhig mal tun. So, da wären wir. Sokrates ist wieder fit, kann ohne Problemos Spielos. Wendell lassen wir mal spielen und Castro sowie Isaac für Ober und Philipp kann auch spielen für Reus. So, Tolian hat genug Fitness. Schmelle kann für Guerrero ran. Roman für Leno. Und so, das wär's. Dann starten wir mal das erste Spiel der neuen Saison. Drei Spieler brauchen noch eine Nummer. Ach, Leno, nein, du kriegst erst einmal nicht die 1. Lee gehört, wie man sieht, dem Roman. Ja, alles wie es sein sollte. Dann wollen wir mal loslegen. Und an die Zuschauer im Livestream, willkommen. Vor allem an Olle. Wundert mich gerade, dass ausgerechnet du zuschaust. Bist jetzt nicht mitgerechnet. Aber hallo, willkommen. Isaac, das nenne ich doch mal einen Start. Ja, Molenko fast mit dem 2:0. Und Isaac mit dem 2:0. Kann man nicht anders erwarten. Von so einem talentierten Stürmer. Also wenn irgendwann Ober in Rente geht, haben wir einen guten, einen ordentlichen Ersatz. Ach, schade, Philipp. Ich hätte dir das Tor auf jeden Fall gegönnt. Schöner Konter, Jamolenko auf Philipp, der auf Götze und er findet Maximilian Philipp. Das nenne ich mal einen perfekt ausgespielten Konter.
lehne ich mich zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, dass ich zu 100% sicher bin, dass wir dieses Spiel gewinnen? Ich glaube nicht. Castro Philipp. Oh, bisher haben die beiden auf der zweiten Reihe getroffen. Jeweils doppelt. Freut mich. Fünf zu null, Isaac. Ja, ich glaube, mit diesem Ergebnis kann man gestärkt in die zweite Halbzeit gehen. Das sind alles Stammspieler. Komm, sag du, du bist zwar noch nicht komplett fit mit der Kondition, aber eine Halbzeit wirst du locker schaffen können, oder? Dafür kriegst du gerade nach seiner etwas längeren Verletzung eine Pause. Götze, schade. Ach, aber Abseits ist gut. Ich bin schon gewundert, dass der sowas von verzieht. Ach nee, wirklich, ist Isaac verletzt. Da gucke ich kurz mal woanders hin. Ist ja super. Hoffentlich nur kein langer Ausfall. Das würde wirklich unnötig sein. Sechs null. Ober macht da weiter, wo er aufgehört hat, mit Toren. Was war das denn? Okay. Sowas nennt man, glaube ich, Torwartfehler, oder? Kann das sein? Ober mit dem 9 zu 0. Ach, zweistellig wird es wohl nicht mehr, schade.
Oder vielleicht doch? Nein, sieht nicht mehr so aus. Aber unzufrieden. Schade. Na komm, Pressing, Jungs, Pressing. Ich will noch ein Tor sehen. Okay, dann halten 19:0 gegen Viktoria Hamburg. Und damit sind wir in der zweiten Runde, was das Allerwichtigste ist. Beziehungsweise das Wichtigste ist jetzt keine Verletzung von Isaac. 4 Vorlagen von Götze. Uiuiui. So, was hat denn der Isaac? 3 bis 5 Wochen. 3 bis 5 Wochen. Nee, das. Das gefällt mir nicht so wirklich. Wenn ich ehrlich bin. Warum haben wir erst in 2 Wochen das nächste Spiel? Direkt eine Länderspielpause nach dem ersten Pokalspiel oder was soll das? Scheint nicht der Fall zu sein, aber irgendwie ein komischer Spielplan. Gut für Isaac, klar. So, und jetzt kommen erst einmal wieder die Stammspieler rein. Weigel für Wendell, Guerrero für Schmelzer. Und Leno für Weidenfeller. So. Isaac wird es nicht schaffen bis zum ersten Spiel, deswegen kommt mal Toljan auf die Bank. Habe ich erst jetzt gemerkt, dass ich die ganze Zeit Hintergrundmusik hatte, noch im Stream. Hab die mal schnell ausgemacht. Ups. Danke, Timo. Im Chat. Zum Glück wird das nicht für die Let's Play-Aufnahme aufgenommen. Denn damit hätte ich das schon hier komplett wieder verwerfen können. Schmell ist Kapitän, Vize. Ja. Ja doch, kann man Goretzka nehmen.